Aber cool. auch ein cooler und auch ein gut aussehender Typ, muss ich sagen. Also da kann ich mir auch überlegen, ob ich da nicht mal... Wobei, als sie kennengelernt haben, schon das... Nein, Digga, fick dich einfach. Ja, Alter. Warum ich denn? Nein! Digga, die Mann gibt mir auf den Sack, Alter! Ist nicht Ares über 40, auch mit einer 18-Jährigen zusammen? Du hast einfach mit unter 30 noch nicht so viele Lebenserfahrungen gemacht. Geht raus, Muchachos, dafür, ja, dass du jetzt gerade am Start bist und dir diese richtig beschissene Folge GTA reinziehst. Guten Appetit an erster Stelle natürlich. Ich begrüße Deko zu seinem legendären X21 Warrior. Ich glaube, der erste dieses Jahr, oder? Oh yeah! Einen wunderschönen guten Reis, Muchachos! Schön, dass ihr einschaltet. Ich hoffe, ihr habt geiles Wetter und könnt irgendwo chillig gerade euch die GTA-Folge zu Gemüte führen. Grüße geht raus, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Marvin, das ist ein Konzept gebracht, dankeschön. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Appetit, gute Besserung, guten Dienst, guten Feierabend und guten Rauch! Guten Rauch haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, aber muss runterfahren, dankeschön. Eine Map von Voltix, Digga. Von denen haben wir auch schon einige Maps gezockt. Der Name sagt mir aber, glaube ich, gerade so nichts. Ah, da müssen wir hin, okay. Ja! Wird legendär. Ja! Actionreich auf jeden Fall schon mal verkackt. Also wir haben ja in einer der letzten Folgen über Monte gequatscht und seine Freundin. Beute, wie auch immer. Apropos Beute, ey. Also war nicht ganz Top-Kommentar, aber... Beute, Muchachos, gönnt euch auf jeden Fall Fritz Meinekes OnlyFans-Kanal, oh ja. Yeah. Wenn dann eher unseren, oder? Ja, wenn wir einen hätten. Oh fuck, wie soll das denn gehen? Hä? Was ist das denn für ein komischer Wallwechsel, Digga? Auf jeden Fall fast Top-Kommentar, ja? Von 13112, Muchachos, sperrt eure Freundin weg. Deko ist auf der Jagd. Digga, ich bin solo, meine Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Also wir sind ja auf der Autogrammstunde. Wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Wenn wir eine noch bekommen für die Gamescom. Und wissen wir noch gar nicht, tatsächlich. Ich würde euch raten, ja? Falls ihr ein Muchacho seid, ja? Kommt ja nicht mit eurer Freundin vorbei, sonst könntet ihr als Single. Also ich würde sagen, das wäre auf jeden Fall schon. Ja! Also, ne, das Risiko, ihr müsst euch bewusst sein, ne? Also. High risk, high reward, Muchachos. High risk, high reward. Ja, was ist der Reward? Ja, also, ihr könnt mehr zocken danach. Das ist schon. Also, okay, ja. Also. Ja. Na, ey, warum respawn ich denn, Alter? Also, nicht eiskalt sogar weiterfahren können. Also okay, da muss ich sagen, das ist durchaus ein, kann man sich überlegen, Reward. Ja, sag ich doch, ne? Danach wieder schön zocken zu können. Oh mein Gott, war das knapp, ey. Fast zum Bekommen. Und ich könnte dann nicht mehr zocken. Was sagen, für dich wäre es dann so ein, also kommt drauf an, ja, was ihr dann für eine Beziehung habt. Vielleicht ist es ja nur ein Techtelmechtel für einmal und dann war es das auch schon wieder. Eine Nacht. Komm schon. Du hast auch noch nicht hinbekommen? Ah. LOL, ist ja viel einfacher. Du kannst in diesem Teil da einfach einen Kreis fahren, ne? Eine Runde fahren. Ja, mach ich die ganze Zeit. Ja? Ja. Ich versuch die ganze Zeit in einem Ding da rüber zu kommen, weil das ist richtig schwierig, ey. Und jetzt hab ich's auch, ne? Yeah, baby. Ah, ne, hab ich. Wie geht's noch weiter? Ach du heilige Makrele. Was muss ich denn hier machen? Nach unten fahren? Digga, unten war falsch. Digga, so ist das ja richtig. Du musst nach oben fahren, Deko. Hat auf jeden Fall für sehr viel Gesprächspotenzial gesorgt. Unter anderem auch diese Rechnung von Deko. Ja, nochmal zurück. Da ging's. Oh ja, ich weiß gar nicht, warum die immer so viel. Also, ich habe tatsächlich schon in mehreren Situationen erlebt, wo das richtig krass diskutiert wurde. Und ich frag mich da so: Hä, Digga, was zum Fick ist los? Also, ich finde die Rechnung echt scheiß gut, ey. Habt ihr keinen Live? Ja, so, sie geht eben in unserem Alter, ja? Also, sie geht nicht, wenn man irgendwie. Aber wann denn nicht mehr? Wenn du 60 bist, 60 durch 2 sind 30 plus 7 ist 37. Ja, so, ist mit 37 ist die Dame oder der Herr ja wohl alt genug, um zu wissen, ob er jetzt mit einem 60-Jährigen zusammen sein will. Ja, ey, wenn es um das geht, ja, dann natürlich. Ne? Das geht ja so erstmal so, was die Gesellschaft vorgibt, so erstmal was cringe ist, ne?
Es kann natürlich auch nicht cringe sein, dass, keine Ahnung, ein 10-Jähriger mit einem 19-Jährigen zusammen ist. Okay, das ist schon ziemlich cringe, egal in welcher Gesellschaftsform. Aber ich sag mal. Ich muss sagen, ich finde die Formel echt ziemlich gut. Kommt die denn wirklich aus dem Bro-Code von Barney Stinson? Hab ich nicht gesagt, ne? Weiß wurde, auch nicht, wo ihr das ist. Wurde nämlich gesagt, dass sie da herkommt und ich kann mir das schon gut vorstellen, weil ich... Es hört sich auf jeden Fall an etwas an, was im Bro-Code von Barney Stinson stehen könnte, ja. Ja. Aber ich hab's nicht von da und ich weiß auch nicht, ob's da herkommt. Oh, du musst am Ende rausspringen. Übrigens... Ich bin noch nicht einmal bis zum Ende gekommen. Bro-Code, Barney Stinson, vielleicht wissen viele nicht, wovon wir sprechen. Falls ihr das nicht wisst, schämt euch. Wir reden von How I Met Your Mother, geile Serie. Und da gibt es den Bro-Code. Weil man auch sagen muss, so... Das ist unsere, früher früher war es eine geile Serie. Ne? Ich weiß nicht, ob so die Leute heute mit den Ansichten und sowas, das nicht auch alles so ein bisschen... Schlecht gealtert. Ist, glaub ich, auch schon so ein bisschen Frauenfeindlichkeit und sowas. Oder sind schon so Geschichten dabei, ey. Ja, schlecht gealtert auf jeden Fall. Aber es war damals legendary auf jeden Fall. Legen. Wait for it. Oh yeah. Ey, Digga, ich hab noch nicht ein einziges Mal diesen scheiß komischen Wortwechsel geschafft, Alter. Digga, ich flipp da immer rüber und ich prall immer irgendwie komisch ab davon. Da bist du noch, Digga. Danach kommt noch richtig viel kranker Scheiße. Ich prall immer ab. Also ich komm sogar mit den Reifen irgendwie an und trotzdem prallt der ab des Todes. Ja, du musst einfach sehr früh schon raus hier. So, bapp, bapp und weiter. Und dann, ja. Genau, also, genau so wie das. Sieht bei mir jeder Try aus. Muss ich eben retten dann. Wo muss ich jetzt hin? Oben muss ich bleiben, ne? Ja, oben und dann oben rausspringen. Oben rausspringen, oben rausspringen, oben rausspringen, oben rausspringen, oben rausspringen. Ja! Ja, Junge! Hast du's? Okay, Alter, da war ja gar nichts mehr mit irgendeiner Kontrolle am Start, ey. Da hab ich auch die Kontrolle über meinen Darm verloren, ey. Was? Hast du geschafft, da oben rauszuspringen? Ja, ja, ich bin dann gelandet und war aber richtig krass am runterrutschen. Ja, das war auch mein Problem. Und das erste Mal. Da muss man ein bisschen besser rausspringen. Ja, oh, das erste Mal hab ich's. Jetzt hier. Was müsst ihr machen? Hier lang. Nein. Ja, hier. Umdrehen. Ja, automatisch. Ja. Das klappt noch. Oh, ich dachte, der macht das automatisch, aber Koralle easy geschafft, Digga. Die Map ist crank. Nein, Deko. Holz mich da jetzt nicht weg. Holz mich da jetzt nicht. Fick dich. Hey, Deko. Ich komm hier gerade zum ersten Mal an. Ja, Junge! Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ey, da ist ja einfach null Kontrolle da überall. Nein, 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 ja, nein, ey, ich hab... Punkt sein, ey. Hab verkackt. Wie zwangsweise... Sprachzentrum deaktiviert. Nicht gut gebaut, ja, nicht gut gebaut an dieser Stelle. Du musst nämlich dann nochmal eine Koralle machen. Und dann in so einer... Ich finde, das ist alles nicht cool gebaut, weil du überall an so komischen... Das ist überall diese steilen Wände, Alter. Du einfach so gut wie keinen Grip hast. Ja, ist schon etwas knackiger, ne? Aber es macht doch auch... Es macht es doch lustig. Jetzt komme ich zum ersten Mal zur Koralle. Ich will nochmal bitte auf Barney Stinson eingehen, ja? Denn ja. Barney Stinson ist auch bekannt dafür... Oh mein Gott, Deko, jetzt haben wir ein richtig fettes Problem. Ich bin nämlich auch... Fick mein Arschloch, Alter! Ja, ich dafür ist er... Unter dem Flugzeugbumper durchgerutscht. Dafür ist er privat bekannt, auf jeden Fall. Barney Stinson, ja, der Schauspieler, der krasseste Frauenaufreißer in der Seriengeschichte überhaupt. Eiskalt, der Schauspieler homosexuell. Ja. Ja, ja, ja. Macht ihn aber nicht weniger. Aber cool. auch ein cooler und auch ein gut aussehender Typ, muss ich sagen. Also da kann ich mir auch überlegen, ob ich da nicht mal... Geld hat er auch noch, Alter. Ich weiß nur nicht, ob die vorbestimmt wird. Und auch guter Moderator. Ich glaube, der hat auch einmal die Oscars hat er sogar moderiert. Hat er richtig gut gemacht, wenn das die Oscars waren. Hat er auch so ein bisschen... Er liebt es ja so Theater. Theater, Musicals liebt er ja. Ne? Deswegen Suit war ja auch ein Lied bei How I Met Your Mother. Weiß ja nicht mal ganz genau, wie das geht, aber es hat auch top gemacht. Aber, was auch in seinem Bro-Code drin steht, ja, Muchachos, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für euch, falls ihr gerade auf der Suche seid. Es gibt so eine... Nein! Ein Graph, ja? Nein! Zwischen heiß... Die Map gibt mir auf den Sack, Alter! Zwischen heiß und verrückt. Ja, wenn eine Frau richtig heiß ist, darf sie auch richtig verrückt sein. Kennst du den? Ich sage euch, Muchachos... Lass die Finger von den Verrückten, sowohl Frauen als auch Typen, Alter. Es gibt nur Kopfschmerzen, scheißegal wie heiß die ist. Ich habe damit Erfahrungen gemacht, das ist macht keinen Spaß. Ach so. Ja, also, ja. Du kannst dich noch erinnern. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst, ja.
Okay, das war aber, ja, okay. Ja, das war auf jeden anderes Fall Thema. Sehr weit oben auf der Verrücktskala. Digga, das war, dafür war sie aber nicht heiß genug, also das war dann schon wieder das... Wobei, als ich sie kennengelernt habe, schon das... Nein, Digga, fick dich einfach, ja, Alter. warum ich? Digga, weil du da so behindert rauskommst, fahr doch weiter oben, Mann. Ja, weil ich wusste, dass du da kommst. Ja, aber du hättest easy weiter oben fahren können, ich hätte nicht weiter woanders fahren ich können. Ich wusste doch nicht, dass du da bist. Warum soll ich denn anders fahren, wenn ich gar nicht weiß, dass du da bist? Ja, mach die Augen auf, Alter. Ah. Ey. Digga, wo willst du denn hin, Alter? Willst du nach Ägypten oder was? So auf den Sack, Alter. Nee, ich finde die Map richtig geil, weil sie mal was anderes ist. Ich finde, du bist die ganze Zeit nur am Rumrutschen, Alter. Du hast das einfach null Kontrolle hier drinne. Ja, das zu dem heiß und verrückt Skala. Ja, also theoretisch gab es davon Barney Stinson eine Skala für, aber ich kann euch sagen, egal wie heiß die Frau ist, wenn sie auf der Verrücktheitsskala relativ weit oben ist, dann lass die Finger davon, es lohnt sich einfach nicht. Würdest du dich selber als verrückt bezeichnen? Nee. Also schon ein bisschen, aber nicht so crazy bösartig verrückt. Gibt es crazy richtig boshaftig oder wie? Ja, also die Dame, von der ich rede, die war schon ein bisschen boshaft. Oh ja, ey. Das wusste ich zwar vorher auch nicht, aber er kam dann. Okay, ja. Ich glaube, hier kommt jetzt irgendwo... Hä? Ein paar Sachen sollten vielleicht auch noch privat bleiben, sagen wir mal so. Was musst du... Also, du musst dabei noch eine Koralle machen und dann sozusagen da in so einem Dings landen, ne? Hast du das gemacht? Ich bin da durchgefahren einfach. Ich dachte, am Ende davon kommt die Koralle. Ich habe eine Koralle da gemacht, bin rückwärts gefahren, aber da keine Bremse oder so ist, bin ich einfach rückwärts da rausgejietet. Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass da irgendwo noch ein Flugzeug vorkommt oder irgendwie sowas. Deswegen sag ich ja, schlecht gebaut, Digga, schlecht gebaut. Das Lustige ist übrigens auch in dem Video, wo wir über den Altersunterschied gequatscht haben. Ja. Hat auch jemand Ares ein bisschen fertig gemacht. Oh nein, das ist echt kacke. Da hat jemand geschrieben... Ist nicht Ares über 40, auch mit einer 18-Jährigen zusammen? Ich weiß gar nicht, wie alt Ares-Freundin ist. Ich weiß auch nicht, wie alt Ares ist, aber ich finde geil, dass Ares als über 40 betitelt wird, Digga. Das finde ich richtig geil. Mutant, aber ja, also, das könnte sogar... Ist das nicht auch ungefähr Monte? Ist das nicht so 36 und... Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber auch so 18, 19? Ich habe absolut keine Ahnung, aber ihr müsst wissen, Muchachos, Ares ist nicht Ü40, Ares ist Ü50, ja? Also Ü50, ein bisschen mehr Respekt bitte an dieser Stelle, ja? Respekt vor dem Alter. So, jetzt bin ich wieder hier, ja. Muss man da sagen. Oh. Nee, aber das Ding ist ja, es kommt bei dem Monte-Ding so, es ist ja rechtlich, kannst du da, ist ja, ne? Es geht um das Moralische. Es geht darum, dass er Cash hat, so, Monte, das genau, einfach. Das Machtgefälle. Und dieses Machtgefälle ist halt da, wenn du auf der einen Seite eine 18-Jährige hast und auf der anderen Seite eine Multimillionär. Ne, das ist halt einfach, es ist dieses Machtgefälle, das ist das, was das Ganze unmoralisch macht. Genau. Also wir reden nicht darüber, dass es irgendwie richtig krass verwerflich ist, mit 20 einen 40-Jährigen zu daten oder zusammen zu sein oder was auch immer. Das müssen die am Ende selber wissen. Am Ende, ich meine, müssen sie jetzt bei Monte auch, also es kann ja keiner irgendwas machen. Fahr wir übrigens zurück. Es ist ja rechtlich einwandfrei. Ach, da unten lang. Oh nein. Oh, ich hab's, ey. Dicke, du musst wirklich nur noch da rückwärts landen, dann geradeaus wieder fahren, unten dann fahren, dann hast du den Punkt. Ja. Cheesy, weasy. Ich versuch's. Deswegen, also, ich hatte es, glaube ich, auch in der Folge erzählt. Wie gesagt, ich glaube, wir haben in der Folge gesagt, dass das Machtgefälle das Ding ist. Ja, meine Mutter war ja auch mit meinem Stiefvater zusammen, der auch locker 15 Jahre jünger war als meine Mutter. Also, nur da war eben dieses Machtgefälle nicht so krass, ne? Deswegen, also. Das aber ist das, wie alt war deine Mutter da und ihr Mann? Mein Stiefvater? Ja. Ja, ungefähr 15 Jahre Unterschied. Das war, ich glaube, kennengelernt, glaube ich, mit 45 und er war 30. Ich glaube so. Ja, also das ist ja. Da würde ich nicht mal irgendwie ein Problem ungefähr sehen. Ungefähr. Ich finde auch diese Liste, diese Formel, die ich gesagt habe, ich habe das Beispiel mit 60 genannt oder auch bei 50 oder irgendwie sowas, das muss man einfach irgendwann nicht mehr anwenden, weil irgendwann, wenn beide mindestens 30 sind, so, dann sind die wirklich erwachsen. Ich finde auch tatsächlich, dass man wirklich erwachsen erst so ab 30 ist. Davor hat man einfach noch nicht so richtig einen Plan, wo man wirklich hin will. Kommt drauf an. Und es ändert sich auch. Kommt drauf an. Also es gibt Leute, die werden schneller wachsen, ja, und es gibt Leute, die werden weniger schnell erwachsen. Glaube ich nicht.
Leute, die denken, dass sie früher erwachsen sind, aber wir haben einfach, du hast einfach mit unter 30 noch nicht so viele Lebenserfahrungen gemacht. Kommt auf an, wo du unterwegs bist, ne? Ja, okay, vielleicht bist du eine von 1000, die irgendwie mit unter 30 schon in 13 Länder besucht hat und verschiedene Kulturen und Lebensweisen kennengelernt hat und ich weiß nicht was alles. Zum Beispiel. Und weiß nicht, wie Affe auf Motorrad da irgendwie schon mit auf dem Motorrad die halbe Welt umrundet hast und keine Ahnung, viele Menschen kennengelernt hast und alles mögliche und Lebensweisen und so, dann bist du vermutlich auch schon unter 30 erwachsen genug, dass du früh genug weißt, was du willst. Digga, ey, diese Map, Alter, ohne Spaß, ey. Ich komm nicht mehr bis zur Koralle, Alter. Nicht? Was ist da los? Ja, ich überdreh mich überall. Hä? Nein, bin ich überhaupt... Ich bin falsch gefahren, glaube ich auch, ne? Es ist aber... Die Map ist schon etwas... sass. So, ich will noch mal ganz kurz schauen, was wir dann noch so haben, ja? Übrigens hat auch der gute Felix geschrieben, er findet es sehr angenehm, dass ihr nicht nur den Mainstream versucht zu treffen, sondern auch wirklich gesellschaftskritisch offen denkt und euch zumindest, Deko, der eventuelle Hate egal ist. Generell hat Deko sehr coole politische Ansichten. Sehr angenehm, solche YouTuber zu gucken. Das kann wahrscheinlich nur von so einem linksgrün versüfften. Ja, er muss so ein scheiß Gutmensch sein, Alter. Alter, er muss wieder so ein Verrückter sein. Ey, schnall dir mal deine Eier fest und hab mal ein bisschen Humor, ey. Also, ich muss ja dazu sagen, wir machen das Politikthema jetzt nicht auf, Deko. Das ist jetzt keine Eingangstür, die du eintreten kannst. Aber ich habe ja das erste Mal in der Geschichte, habe ich ja auch was in mein Instagram-Profil reingebrezelt, ne? Habe ich da so einen Post von der Tagesschau, habe ich abfotografiert und habe gesagt, so, dass ich das gut finde, was da gerade passiert. Wo, wann, zu welchem, es soll was? Nicht um Politik gehen, ja, deswegen will ich das Thema... Ja, aber ich weiß ja nicht, worum es geht jetzt. Okay, es ging darum, dass Netanyahu, deswegen, also Israel-Palästinenser, so ein Ölfass, ja. wo man nur richtig reinbrezeln kann. Aber ich habe das gepostet, dass... Da könnte ich jetzt wieder richtig reingehen. Ja, ich auch, aber hör auf mit dem Scheiß, Alter. Also auf jeden Fall habe ich es gut geheißen, dass Netanyahu von dem Internationalen Gerichtshof angeklagt wird. Das fand ich richtig geil und gab mir so ein bisschen Zufriedenheit für die Menschheit zurück. Und da habe ich auch mal in die Kommentare geschaut, was ich da so für Feedback bekommen habe und 99%, Digga, 99% unserer Zuschauer sind wahrscheinlich auch so links-grün versiffte Löcher, wobei wir haben auch einige, die so eher im rechteren Spektrum sind, ne? Muss man auch dazu sagen. Ne? Und das finde ich auch okay, ich diskutiere ja mit den Leuten auch im Teamspeak, ich sage ja auch immer, jede Meinung ist da willkommen, auch irgendwelche rechten Sachen sind willkommen, solange sich, Teamspeak sage ich schon, Twitch-Livestream, solange da keine menschenfeindlichen Bemerkungen fallen oder sowas, könnt ihr gerne eure Meinung bei uns auf Twitch, wenn wir da mal diskutieren, Hultik, gerne kundtun. Ich diskutiere da halt mit uns. Die Tür ist nicht geöffnet, wollte ich damit sagen. Ich habe dazu auch noch geschrieben. Ja, die Pforte der Politik hat sich gerade ganz leicht. Ich habe dazu auch noch geschrieben, dass ich uns sehr eher als Entertainer sehe und dass dahingehend Politik nichts da zu suchen hat. Das kann man besprechen, ja. Und das ist so ein Ding, was wir mal angehen könnten. Hat ein Entertainer die Aufgabe, auch Politik anzureißen, ja? Und nochmal kurz dazu, also wie gesagt, 90% der Zuschriften, die ich bekommen habe, meinten so, oh, du bist ja richtig mutig, finde ich gut, dass du das irgendwie mal ansprichst, bla bla bla. Und nur ein einziger hat geschrieben, du Verblendeter. Aber ja. Dazu. Also deswegen, ich bin da auch nicht weiter drauf eingegangen, ne? Ich wollte einfach mal eine Sache loswerden, die mich... Das wurde aber auch im Livestream gefragt, ne? Weil ich ja dann doch mal so politische Streams mache. Ob wir denn überhaupt politisch so auf einer Linie sind oder ob du eigentlich irgendwie so ein rechter Kasper bist oder irgendwie sowas. Ob weil ich ein rechter Kasper bin? Weil du ja so selten dich äußerst. Aber dann ich habe auch gesagt so... Ich glaube schon, dass wir bei den meisten Sachen ziemlich übereinstimmen, aber Marvin lacht ja gerade schon. Nein, ich bin oben lang gefahren. Nein, du bist wieder zurückgebrezelt. Ich bin wieder zurückgebrezelt, aber warte, ich kann glaube ich wieder zur Koralle fahren. Aber das Ding... Ich fall daneben. Aber das Ding ist ja, Deko ist glaube ich noch ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr linksgrün versüfft als ich. Ich bin auf jeden Fall auch eher links und grün, aber nicht so extrem wie Deko. Das ist so glaube ich die Kurzform. Aber ich finde auch, Politik ist immer schwierig. Und Deko, du hast... Tut mir leid, ne? Aber ich will noch das durchbrezeln, deswegen hiete ich rein. Du bist ja erst beim ersten Punkt. Digga, eiskalt, Alter.
Ey, ich habe eiskalt nicht meinen ersten Punkt beendet, ne? Ich muss sagen, also die Map sieht cool aus. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr gesehen, aber wenn das alles so war, dass man die ganze Zeit so am Rumrutschen ist, Alter. Das hat mir gerade hier überhaupt nicht gefallen. Es war extrem viel. Also wir starten auf jeden Fall noch den nächsten X21-Kram. Ich würde sagen, gleiche Map, aber gleicher Kram, mit Dicker noch weiterhin richtig viel Spaß hat. Aber ich möchte jetzt schon mal bitte, ja, in den Kommentaren sehen, ob ihr solche Politik-Sachen sehen wollt. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Meine für mich geht das sowieso, aber trotzdem. Die Kommentare bei Lamuchachos. Muchachos, weiter geht's. Diesmal zur Freude von Deko eine Map von einem Muchacho. Project X mal wieder an der Reihe. Schon mal ein bisschen hier durchschmoven, damit wir nicht mal ein bisschen Quality haben hier. Oh, ne? Vielleicht komme ich ja diesmal wenigstens am Ende an. Vielleicht, ja. Wir hoffen das Beste. Muchachos, ja, Politik-Talk fast vorbei. Am Ende noch eine Anmerkung. Egal, du darfst mich nicht so triggern, Alter. Du öffnest hier die Pforte zu Pandora oder sowas, ey. Digga, die Büchse der Pandora und die sieben Höllenpforten werden jetzt gerade geöffnet. Die Pforte nach Narnia öffnest du gleich, Alter. Der Politik-Talk von Narnia, ey. Es gab irgendwie so einen coolen Deine-Mutter-Spruch mit Narnia. Ich habe ihn leider schon wieder vergessen. Ich glaube, deine Mutter sitzt im Kleiderschrank und ist Türsteher für Narnia oder so ein Scheiß. Irgendwie so, auch weiter unten fahren. Also, Muchachos, eine letzte Sache vielleicht noch. Vielleicht fühlt ihr euch ja auch getriggert oder so, aber warum ist Politik eigentlich so ein Thema, was die Gesellschaft so spaltet? Warum kann man nicht normal darüber quatschen wie, keine Ahnung, der eine ist Michael Jackson-Fan. Was, du bist Michael Jackson-Fan, Digga? Ich finde aber Taylor Swift um einiges geiler, du Schmutz. Wie kann man Michael Jackson feiern, ey? Ja. Warum gibt es Dinge, wo manche Leute irgendwie das in Ordnung finden, wenn man anderer Meinung ist und dann wieder andere nicht, ne? Das ist natürlich auch... Wobei, das ist schon bei vielen. Also ich früher noch die PlayStation-Xbox-Beef oder Konsolen- und PC-Beef oder Vegetarier- und Hip-Hop-Beef oder ich weiß nicht was. Aber es ist schon so, ich finde, man müsste viel offener politische Gespräche führen, ohne dass es am Ende so endet, dass der eine dem anderen auf die Schnauze hauen will. Nico hatte schon vorgeschlagen, schon in der Schule anzufangen mit so einem Rhetorik- und Debattierkurs. Mit einem Debattierkurs. Dass man einfach lernt, seine Argumente zu argumentieren, zu formulieren und auszutauschen. Und nicht sich auch dann irgendwie aggressiv zu werden und sie auf die Fresse zu hauen. Nee, da kommt Micha, ne? Mieser Lachsnacken. Nice try, aber ja, bro. Das merke ich auch. Allerdings versuche ich auch da so ein bisschen gegenzuwirken. Ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt und sage es gerne nochmal. Bei mir im Stream können auch Leute argumentieren, weshalb sie meinen, es ist eine gute Idee, die AfD zu wählen oder irgendwie sowas. Ich sage halt meine Meinung dazu, ne? Dazu muss man halt rechnen, ne? Aber da gibt es keine Bans für oder irgendwie sowas. Bans gibt es dann nur, wenn irgendwelche menschenfeindlichen Äußerungen oder irgendwie sowas fallen. Ansonsten kann man im Politik-Talk mit mir seine Meinung da frei äußern. Ja, wir machen nicht den Trimax, wenn man einmal links kurz zur Seite schaut. Was? Wann? 4 Jahre? Digga, Trimax hat da so einen lockeren Finger, ne? Das finde ich irgendwie ganz geil. Das habe ich mir auch schon mal abgeguckt. Aber im Livestream mal, ne? Was, du wünschst mir einen schönen Tag? Einmal 6 Jahre Bann, bitte. Wolltest du nämlich ein beschissener Tag. Klassiker, ja. Also es waren auf jeden Fall jetzt so ein paar Dinge, die wir angesprochen haben. Ihr könnt ja gerne mal euren Senf dazugeben. Wie immer natürlich, gerade bei Politik-Sachen muss man aber dazu sagen, bitte bleibt freundlich. Bleiben. Ja, und rastet nicht komplett aus. Und wenn jemand anderer Meinung ist, dann akzeptiert die doch einfach, ja. Es gibt so viel Schönes. Uns geht so gut hier. Man kann ja auch sagen, ich bin Unternehmer, deswegen will ich die FDP, die sorgen dafür, dass ich ein bisschen mehr Geld in der Tasche habe. Das ist ja durchaus ein legitimer Grund für eine Wahlentscheidung. Oh shit, viel schneller sein. Alter, ja, nein. Ich war auch zu langsam. Hello. Auch wenn das jetzt nicht meine Wahl wäre, ne? obwohl wir auch Unternehmer sind und die FDP dafür sorgen würde, dass wir ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Also ich denke mal, jeder will mehr Knatze im Portemonnaie haben. Am Ende ist dann die Frage nur, sollte man seine Wahlentscheidung aus so einer relativ eigennützigen Entscheidung treffen? Oder gibt es vielleicht Dinge, die wichtiger sind? Das muss jeder für sich selber wissen. Deswegen gibt es ja auch noch in Deutschland freie Wahlen, ne? Da kann man ja wählen, was man will. Digga, es gibt jetzt Eisgeld auch so eine Partei, das ist richtig geil. Ich glaube, das war jetzt für die Europawahl. Ja. Digga, es gab richtig viele Parteien für die Europawahl, Alter. Ich kannte vielleicht 3% davon oder so. Ah, da hab ich da ein Foto von gemacht?
es war so ein richtig lustiges Ding. Das ist so eine Partei, so eine Spaßpartei so ein bisschen, die dafür sorgen möchte, dass Menschen irgendwie so 1000 Jahre alt werden. So eine Scheiße, so eine forschende Partei. Digga, die hat so geile Wahlplakate reingebrezelt. Die fand ich so Hammer. Da frage ich mich aber immer die nur... Die habe ich doch gar nicht gesehen. Wenn man so eine Spaßpartei wählt, ist da die Stimme nicht ein bisschen verschenkt? Also damals gab es ja die Partei. Ja, aber und man die muss Partei sagen, war schon nice hier mit Martin Sonneborn, der echt sehr, sehr geile Sachen auch bringt im EU-Parlament, wo man sich manchmal denkt, Digga, warum sind die eigentlich alle nicht da, wenn der da seine Rede schmeißt? Einfach komplett leerer Saal. Es gibt ja die Protestwähler, die einfach sagen, es gibt keine Partei mehr, die irgendwie mal mich zufriedenstellt. Und da muss ich sagen, wähle halt lieber so eine Spaßpartei oder die Partei oder halt diese komische Menschen müssen 1000 Jahre alt werden Partei, keine Ahnung. Als dann zu sagen, okay, dann will ich halt die AfD. Weil, ziemlich sicher, die AfD wird euch in den Arsch ficken. In den Arsch. Oder der Situation, in der ihr seid. Aber da kommen wir schon wieder gefährlich nah an. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's schon wieder los. Ich könnte da schon wieder anfangen jetzt, ey. Das kann doch wohl. Nein, wir schließen jetzt die Höllenpforten. Wenn ihr Bock drauf habt im Stream, wenn Deko mal wieder seine 3 Minuten hat, ja, dann fragt ihn. Es ist aber schon selten geworden. Bei mir wird sowas nicht geben. Ganz häufiger mal Politik Talks. Weil es ist nun leider ein Thema, was eben spaltet, was ich eben blöd finde, dass es spaltet, aber es ist nun mal so und die Leute wollen am Ende des Tages nicht noch mehr Scheiße in den Ohren haben, sondern wollen einfach mal abschalten und dafür sind wir da, dass die Leute dann abschalten können am Ende des Tages, ja. Und dafür will ich auch stehen. Jeder ist eingeladen, den Kopf mal ein bisschen auszuschalten, vielleicht noch ein bisschen Menschlichkeit dazu zu gewinnen, ja, und dann let's go. Unseren behinderten Humor. Oh! Ich hab's nicht geschafft übrigens. Du Scheiße, bin ich ein Profi, ey. Digga, ich bin dir ausgewichen, du dieser Arschkopf. Digga, Alter. Kein bisschen bist du mir ausgewichen. Ja, ich bin nicht nach oben rausgesprungen, hab deswegen verkackt. Digga, ich bin dir Alter. Ausgewichen. Wo hast du noch verkackt, ist jetzt die Frage. Ich hab den Punkt. Ich hab hier runterfahren verkackt. Ich war doch richtig easy, Digga. Sehr, zu sehr auf dem Boden lang geschraubt. Aber wie gesagt, es gibt ja ein paar Leute, die immer wieder Politik-Talks hören wollen. Also, das wollte ich letztens auch wieder gefragt nach dem Politik-Talk nach dem nächsten. Wenn du auch ein grün, linksversüffter Typ bist, ja, dann frag Dicke doch gerne mal. Ja, wie gesagt, Digga, aber wir sind alle Meinungen willkommen. Wenn jemand meint, wie gesagt, er hat gute Gründe, die AfD zu wählen oder die CDU zu wählen, dann kann er gerne mitteilen. Digga, wer die CDU wählt, hat eh sein Leben schon vertan, Alter. Ja, es ist am Ende. Nein, muss man ich sagen, damit ist auf. Das schon auch Schwachsinn, ey, aber. Ich höre damit auf. Du hast ja auch diesen Wahl-O-Mat gemacht, ne? Ich hab den Wahl-O-Mat gemacht. Ist es aber nicht so, dass es gefährlich ist, dass man eh schon eine Partei im Kopf hat und dementsprechend auch antwortet, wie die Partei. Oder für was die Partei steht? Platz 1 war. Also, dass man sozusagen, okay, ich bin jetzt, sag ich mal, einfach random, ich bin jetzt links, ja? Ich denke, dass die Linke wähle und die Antworten dann so lege, also, dass ich auch wirklich bei den Linken rauskomme, weißt du? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass kein Schwanz das Wahlprogramm der Linken gelesen hat und deswegen auch nicht sagen kann, ich will jetzt nur das, was bei den Linken im Wahlprogramm steht. Mhm. Genauso übrigens hat kein Schwanz das Wahlprogramm der CDU gelesen oder der AfD oder der Humanisten oder von irgendwem. Aber natürlich, wenn man eher links ist, dann gibt man halt Antworten, die vermutlich eher dann eine Partei im linken Spektrum da denken. Bei mir übrigens Platz 1 die Humanisten. Ich habe noch nie irgendwas von Humanisten gelesen oder so. Ich weiß, dass es die gibt, aber das hat sich auch dann auch erschöpft, mein Wissen über die Humanisten. Okay, also ich werde auf jeden Fall die CDU wählen, wenn Angelo Merkel wieder Shisha-Bar aufmacht. Dann bin ich auf jeden Fall am Start. Und Döner 3 Euro. Döner 3 Euro. Ja, wenn Scholz, wenn Wobei das SPD-Forderung ist. Wenn Ulf Scholz Döner wieder 3 Euro macht, ja, dann bin ich auch wieder begeistert, aber vorher nicht. Das waren noch schöne alte Zeiten, ne? Nein, ey! Döner 3 Euro. Fick mein Arschloch, Alter! Und Shisha-Bar. Ey, schon wieder beim Auffahren auf den MG da verkackt auf dem Rückweg. Mensch, Digga, das war easy. Ich stehe wieder vor dem Ziel, Digga. Ehrlich? Aber, ja. Es gab eine Zeit, nur mal ganz kurz am Rande, ja, als die Welt noch in Ordnung war, ja, wo ich für 10 Euro am Tag durch die, echt den Tag meines Lebens hatte eigentlich. Denn bin morgens zum Training gefahren, dann habe ich mich mit einem Kollegen getroffen, habe mir erstmal Isgara-Köfte gegönnt für 6 Euro oder für 7 Euro. Richtig geiler Teller. Dann bin ich mit ihm in die Shisha-Bar gegangen. Happy Hour, weil es noch Mittag war. 3 Euro. Shisha-Bar 3 Euro, ja?
Da war ich 9 Euro los, irgendwann nochmal eine bunte Tüte für 1 Euro geholt und dann war eigentlich schon 90% des Tages um und ich war glücklich, ja, für 10 Euro. Easy weasy. Happy. Heute kostet der Döner 10 Euro. Happy Bosser. Happy Bosser, ja. Lang ist der. Oh. Und hast du? Der ist gierig. Der hat geklappt. Come on, baby, come on, baby. Come on, na. Get him up, man, a 6 machine, na. Get him up. Hab kein Plan. Kein Plan, wohin. Kein Plan, wohin. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Punkt endlich. Der nächste ist Cheesy Weezy, Digga. Dann bist du auch schon durch. Ja. Bist jetzt beim Wurde auch mal. Ne? Zeit jetzt, ich bin jetzt bei 16. Gibt es eine Partei, die irgendwie die Dönerpartei heißt, die Döner wieder 3 Euro macht, oder? Nee. Ja, auch Schwachsinn. Natürlich hat Schwachsinn, aber es gibt eben Schwachsinnsparteien. Oder Shisha-Bar. Auch die Förderung der SPD ist ja eigentlich Schwachsinn, ne? Weil auf der einen Seite wollen sie Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro, aber dann soll der Döner wieder nur ein Drittel kosten, so, hä? Hey, das ist ein Real Talk? Die wollen Döner wieder 3 Euro machen? Ja, das war auf dem Wahlplakat drauf, ja. Nein, ey. Also natürlich, ich weiß nicht, ob es Europawahlkampf war oder irgendwie so ein Landtagswahlkampf oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall ein Bild rumgegangen davon. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt ernst gemeint war, ob das ein Scherz war, I don't know. So, Ballereien-Deko, damit du hier auch nochmal mit ein bisschen Spaß an der Freude hier unterwegs bist. Ich hab Spaß da. Es geht schon wieder los. Also, ja, Politik, so ein Thema für sich, ne? Triggert ultimativ viele Leute, sollte aber eigentlich irgendwie so ein Ding sein, wo sich jeder so ein bisschen unterhalten kann und was kein Ausschusskriterium direkt für irgendwen ist. Ne? Eigentlich sollte es normal sein, dass man sich nach Feierabend um 17, 18, 19 Uhr am Kiosk, im Späti oder in der Bar oder im Pub oder wo auch immer trifft, auf ein Bierchen oder ein Wasser und einfach... Wasser, auch Digga, über Politik talken kann. Ja, gibt ja auch Leute, die Alkohol trinken. Okay, ja. und einfach über Politik talken kann, ohne dass man sich irgendwie am Ende des Abends einen Zahn verloren hat oder irgendwie sowas. Finde ich. Ich bin Muchachos, gespannt, was die Kommentare schreiben. Ich freue mich auch schon. Bis dann. Reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos. Küsschen.